Ja, hallo zusammen, mein Name ist Marco Eidelmann vom Kanal Gesund drauf und heute widmen wir uns dem Thema, warum werden eigentlich Pilze beim Anschneiden blau? Es gibt ja so Maronenröhrlinge, Hexenröhrlinge und einige mehr, die werden einfach, wenn man die anschneidet oder verletzt oder auch ein bisschen drückt, werden die blau. Ich weiß, erfahrene Pilzesammler, die sagen dann halt, jo, klar, wird halt blau, kenne ich, nichts Besonderes. Ich erkläre beim Video, warum es wirklich genau dazu kommt. Ist ein bisschen komplexer als nur, ah ja, das ist ein Farbstoff, der an der Luft oxidiert. Für Pilzneulinge ist es total interessant, wo so eine Blaufärbung, die geht übrigens in wenigen Sekunden, ich zeige die auch jetzt hier gleich, anhand von den Pilzen, wie das so schnell gehen kann, wie das vonstatten geht, ist vielleicht ganz interessant, das erste Mal sowas zu sehen. Auch für Einsteiger ist es ganz interessant, aber auch die Profis, ihr könnt gerne ein bisschen dranbleiben, das Video ist sehr kurzweilig. Ich wollte eigentlich ein anderes Video gerade im Wald drehen, aber naja, der Regen wurde dann so brutal, dass er dann mal einen kurzen Ausschnitt hat so geendet. Kaputt geht und hoffen wir finden direkt was in der Nähe. Scheiße, bei dem Wetter kann es echt vergessen, zum Kotzen. Jo, erstmal vorab, was habe ich hier für Pilze? Ich habe hier welche, die färben sich überhaupt nicht. Ihr Steinpilz, kennt ihr alle. Habe ich auch ein eigenes Video zugedreht, könnt ihr nach dem Video mal schauen. Ist auch ein bisschen für Fortgeschritten, nicht nur für Einsteiger. Dann habe ich hier Maronenröhrlinge. Kennt hoffentlich auch jeder, auch wenn man ein bisschen im Einstieg bei den Pilzen erstmal ist. Seht ihr hier unten schon, ist ein Fingerabdruck drauf. Der ist schon leicht am Blauen. So, und dann haben wir hier einer der Pilze, der am schnellsten blaut. Wir haben hier einen Hexenröhrling. Um genau zu sein, wer sich mit Pilzen ein bisschen auskennt, erkennt er auch direkt. Ich gehe mal ran. Ob er das scharf schaltet, jawohl. Das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Und da gibt es auch noch einen netzstieligen und es gibt auch noch andere Pilze, natürlich die blauen. Den schneide ich jetzt mal an. Und für manche, die halt sich mit Pilzen jetzt nicht so auskennen, ist das schon, denke ich, ganz interessant, weil die Verfärbung, die geht richtig schnell. Fangen wir aber erstmal an hier mit dem Steinpilz. Dann seht ihr das auch, wenn ich den hier anschneide. So, der bleibt einfach schneeweiß hier. Ne? Passiert gar nichts. Dann haben wir aber hier den flockenstielischen Hexenröhrling. Und das wird jetzt richtig schnell gehen. Ich schneide ihn durch und ihr seht sofort, wie der blaut. Vor allem, wenn man noch ein bisschen anbläst. Wird von gelb direkt zu blau. Die einfache Erklärung dazu ist, ja, es ist ein Farbstoff, der oxidiert an der Luft. Und dann wird der halt hier blau. Bisschen komplizierter ist es dann, wenn man dann halt in die Chemie ein bisschen tiefer reingeht. Das ist nicht nur einfach ein Farbstoff. Das hier ist die sogenannte Pulvinsäure, die in den Pilzen drin ist. Und diese Pulvinsäure, die oxidiert und das ist eine enzymatische Oxidation. Und aufgrund der enzymatischen Oxidation färbt sich dieser eigentlich ja, gelbe Stoff, diese gelbliche Säure oder Säuren, die färben sich dann ins Blaue rein. Wenn ihr euch nicht besonders dreckig machen wollt beim Pilzesammeln, wir haben hier auch das Problemchen, dass das Ganze abfärbt. Also ihr könnt euch damit die Kleidung versauen oder auch die Finger. Ich meine, mir macht das nichts aus. Ich bin ständig im Wald in der Natur, interessiert mich gar nicht. Und ja, es gibt natürlich jetzt noch die hochwissenschaftliche Erklärung, warum das so ist. Das war immer noch vereinfacht. Also an die Profis unter euch, wer das jetzt wissen will. Ich habe mir hier notiert, wo ich es rausgezogen habe, die Quelle. Ist übrigens ein ganz toller Bericht über Pilze. Das ist hier neue experimentelle Designs zum Thema Naturstoffe im Chemieunterricht. Und das Ganze heißt Chemie in Pilzen von Jan Markus Teucher. Das Ganze, wenn ihr das googelt, ist im Internet verfügbar. Momentan ist es frei verfügbar. Könnt ihr mal eingeben, den Titel. Und da steht es jetzt ganz genau drin. Da muss ich ablesen, weil das ist für mich so hochkomplex. Ich bin kein Chemiker oder so, aber ist echt interessant. Also, hier steht zur Erklärung, warum werden die Pilze blau? Die Röhrlinge enthalten die sogenannte Pulvinsäure oder Säuren, das ist das, was ich gesagt habe. Diese werden bei Zutritt von Luftsauerstoff enzymatisch oxidiert. Soweit so gut. Aus den gelblichen Pulvinsäuren entsteht dabei ein blaues Hydroxychinomethid. Die negativen Ladungen des Hydroxychinomethid-Anions lassen eine weitergehende Delokalisierung der Elektronen über das gesamte chromophore System zu. Wow. Dadurch verschiebt sich das Absorptionsspektrum und die Farbe ändert sich. Ich bin kein Chemiker, aber vereinfacht gesagt, das Ding oxidiert wegen der Luft. Dadurch verändert sich die Farbgebung vom Pilz. Das Licht, das auf den Pilz trifft,
ja, wird ja vom Pilz zurückgeworfen, sonst wirst du den Pilz nicht sehen. Und durch das, dass jetzt ein anderer Farbstoff drin ist, wird eine andere Farbe von dem Pilz zurück in dein Auge geworfen. Ey, wenn hier ein Chemiker ist oder so, korrigiert mich, wenn das jetzt irgendwie falsch war. Ist halt eine Laienerklärung. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt hier, Pulvinsäure und deren enzymatische Oxidation ist dafür verantwortlich. Ich habe jetzt noch einen ganz kleinen flockenstielischen Hexenröhrling. Und bei denen ist die Verfärbung noch schneller, noch intensiver, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich hole den mal. Da ist er. Ganz kleines Kerlchen. Und den machen wir mal ganz nah vor der Kamera auseinander. Ich guck mal, dass der hier wirklich scharf ist. Oh ja. So, passt mal auf. Guck, dass ich mir nicht die Finger schneide, weil ich gucke hier gerade in die Kamera. Und tschack. So, geht ruckzuck. Ich habe euch ja versprochen, das Video ist ja super kurz. Leider hat das Waldvideo nicht geklappt. Ich wollte eigentlich ein Video zu Maronenröhrling machen und zu Reizgarn. Hole ich natürlich für beide Pilze nach. Wenn das Wetter besser wird, es schifft in Strömen draußen. An die Abonnenten, ich hoffe, hat euch interessiert. War recht kurzweilig heute. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr habt hier noch kein Abo, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr eins da lasst. Ansonsten koche ich die natürlich, beziehungsweise brate jetzt mit einem schönen Rührei ein paar Nudeln dazu. Und wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis dann, euer Marco. Ciao, ciao.